auf der Farm, da gibt's ne Kuh. Ja, mit nem Mu hier und nem Mu da. Hier ein Mu, da ein Mu, überall ein Mu. Old MacDonald hat ne Farm. Ia, ia, u. Einzigen um neun, willkommen! Willkommen hier bei mir, bei meinem kleinen Bauernhof, den ich habe. Es ist ein ganz spezieller Bauernhof, es ist ein Gnadenhof. Und da habe ich ein paar Tiere, die können ganz in Frieden leben. Und ich habe ein paar Tiere bei mir, ich werde sie euch vorstellen, ihr werdet sie auch ein bisschen sehen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Komm, wir strecken uns in alle Richtungen. Ja, so ein Bauernhof, das gibt viel Arbeit. Da hat man viel zu tun, von morgens bis spät, abends, dass auch wirklich alle Tiere genug zu fressen haben. Und manchmal, wenn ich einfach zu viel zu tun habe, dann singe ich einfach diesen Old MacDonald-Lied. Das, ihr habt schon gesehen, wie gut ich es schon kann. Vielleicht habt ihr auch schon mitgesungen. Und sonst könnt ihr zurückspulen dann, wenn der Stream vorbei ist. Oder ihr geht einfach zurück und singt das noch einmal mit mir. Okay, ich habe ganz, ganz verschiedene Tiere bei mir. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Also was ich habe, ist zum Beispiel einen Affen. Was? Einen Affen? Ja, ich habe einen Affen, der alte Gustav, der kam zu mir in den Hof und der hat die Knie nicht durchgestreckt, ein bisschen runter und auch die Schultern hängen ein bisschen, die Arme hängen auch und manchmal atmet er ein und dann strecken die Arme, die Schultern und die Knie sind durchgestreckt und dann lässt er wieder los. Dann ist er wieder ein bisschen so, die Arme hängen und auch die Knie, dann atmet er wieder ein, ganz weit nach oben und er löst wieder und noch ein letztes Mal, auch die Knie durchgestreckt und lösen. Ja, das ist Gustav, das ist mein kleiner Affe. Dann habe ich noch einen Storchen, das ist Rodolfo. Einen Storchen, der ist einfach hierher geflogen. Ich glaube, er hat gehört, dass es einfach so toll ist in meinem kleinen Gnadenhof. Es ist ja ein musikalischer Gnadenhof, also wir singen den ganzen Tag. Und dann und manchmal ist er oben auf dem Kamin, oder? Dort hat er so sein kleines Nest. Und manchmal singen wir und er hört das so von Weitem und dann streckt er so den Kopf raus. Ich hoffe, ihr seht es bei mir. So ganz weit nach vorne. Manchmal singe ich auch einen falschen Ton, dann geht es gleich ganz weit zurück, sodass er fast einen Doppelkinn bekommt. Und dann sind es wieder schöne Töne, dann geht es weit nach vorne. Aber seine Schultern, die sind ganz entspannt. Und wieder nach hinten, dieser Ton war nicht so gut. Und dann löst er. Ach. Dann kommt er nach unten und singt mit uns. Ist übrigens ein guter Freund von Trilla und Piep, Meister Piep. Ja. Haben sie mir gesagt. Dann haben wir noch ein Flamingo, eine Flamingo-Dame, Ludmilla heißt sie. Und die steht meistens da, hat ein Bein so angewinkelt gegen das Knie. Das können nicht alle zu Hause, ist kein Problem. Er schaut uns einfach zu. Wir haben hier so die Hände und wenn es dann geht, geht er noch in die Knie und nach oben. Geht das überhaupt? So früh am Morgen und schon so eine Zirkusnummer. Genau, und dann kann man es auf dem anderen Bein machen und dann runter auf die Knie. Mein Physiotherapeut wird sich freuen, wenn er diese Übung sieht bei mir. Genau. Das ist die Ludmilla, die macht das jeden Tag. Ja? Also die Ludmilla, die kann es. Und dann habe ich, es ist ein komischer Hof, ich weiß es. Dann habe ich noch einen Tiger. Und der freut sich dann jeden Morgen, wenn ich ihm sein Essen vorbeibringe. Dann macht er so ein Gesicht. Also er macht das Maul ganz weit auf und auch die Augen.
Neben ihm ist noch eine ganz, ganz kleine Maus. Es könnte nicht gegensätzlicher sein. Die sieht dann so aus. Da sind die Augen zusammen und auch der Mund. Und daneben der Tiger. Und mein Mäuschen. Ja. Übrigens, der Tiger heißt Peter und die Maus heißt Maria. Genau. Und das sind so meine Tiere, die ich habe. Und manchmal mache ich sie ein bisschen nach und dann bin ich auch schon körperlich schon ein bisschen warm. Warm bewegt oder warm, wie sagt man, gedehnt. Die Gesichtszüge sind dann auch ein bisschen entspannt und auch sonst die Schultern. Könnt ihr mal ausprobieren. Es ist wirklich toll. Ihr könnt mich dann auch mal besuchen kommen in meinem kleinen Gnadenhof. So, ich habe am Anfang gesagt, ich habe einen kleinen Affen, den Gustav. Und er morgens, das ist eigentlich seine erste Übung. Die hat er mir gezeigt. Und die geht so. Er macht dann einfach M und singt. Und klopft dabei auf der Brust. Machen wir das zusammen. Das kann rhythmisch sein, muss aber nicht. Ihr könnt machen, was ihr möchtet. Vielleicht nicht zu fest auf die Brust. Von hier. Wichtig ist bei Gustav, er hat gesagt, ihr habt eigentlich im Mund habt ihr die A-Öffnung und nur die Lippen machen zu. Also nicht sondern machen wir es noch einmal von da. Und auf U. Und hier und einmal auf M und einmal auf U. Von da. Seid ihr schon entspannt? Ach, ich finde das toll. Jetzt mal einmal auf O und einmal auf A. O. Und hier. Entspannen. Ich bekomme viele, viele E-Mails, danke euch. Einen davon kam mir von einem ganz jungen Zuschauer. Ich weiß aber seinen Namen nicht, der stand nicht drauf. Und der mag folgende Übung. Er freut sich jede Woche. Hier begrüße ich dich. Ich weiß jetzt deinen Namen nicht. Bla bli blu bla bli blu bla bli blu bla bla bli blu bla bli blu bla bli blu bla. Er sagt immer, ich möchte. Er freut sich jedes Mal auf diese Übung. Und jetzt machen wir sie. Kommt. Bla bli blu bla bli blu bla bli blu bla. Bla bli blu bla bli blu bla bli blu bla. Spürt ihr noch dieses Klopfen auf der Brust? Ich spüre es gerade. Bla bli blu bla bli blu bla bli blu bla. Bla bli blu bla bli blu bla bli blu bla. Va vivu. Va vivu, va vivu, va vivu, va. Va vivu, va vivu, va vivu, va. Große Augen und viel Freude. Va vivu, va vivu, va vivu, va. Va vivu, va vivu, va vivu, va. Und pra pri pru. Pra pri pru, pra pri pru, pra pri pru, pra. Pra pri pru, pra pri pru, pra pri pru, pra. Zazizu. Zazizu, 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 za. Zazizu, 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 za. Lösen. Auch die Arme, Hände. Heute machen wir Folgendes. Heute, ich glaube, da haben wir schon gemacht, aber es ist, da, das war noch im Herbst oder im Sommer, ich weiß es nicht. Heute spielen wir ein bisschen Kontrabass.
was brauchen wir für den Kontrabass? Ein D und ein M. Und gehen sehr schnell auf dieses M. Dum, 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 dum. So klingt das. Und wenn es dann ein bisschen schneller ist, dann ist es dum, 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 dum. Und probiert, dass der Ton möglichst weit vorne bei den Augen ist und dort rauskommt. Dann klingt das so. Dum, 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 dum. Ich spiele es noch einmal. Dum, 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 dum. Ganz, ganz kurz, aber das, also kurz dieses D und das M relativ lang. Dum, 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 dum. Genau. Super. Dum, 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 dum. Noch einmal. Und denkt trotz diesem leisen M, dass ihr trotzdem eine Linie habt. Also auch wenn der Ton sehr kurz klingt, bleiben wir am Klang dran. Dum, 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 dum. Eigentlich möchtet ihr immer ein M singen, aber da kommt euch dieses D dazwischen. Zusammen. Dum, 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 dum. Und da. Dum, 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 dum. Jetzt kann es auch ein bisschen swingiger sein. One, two, three. Dum, 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 dum. Klingt schon ein bisschen anders, oder? Je nachdem, wo wir schnipsen. Jetzt schnipse ich woanders. One, two, three. Dum, 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 dum. Das ist wie so kantiger und hat viel mehr Gewicht. So als wie so ein Sumo-Ringer. Dum, 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 dum. Oder mein Elefant Tobi. Den habe ich auch im Gnadenhof. Den wollte ich jetzt euch nicht vorstellen. Aber dass es so etwas ist. Aber wir machen jetzt einen Swing. Dum, 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 dum. One, two, zusammen. Dum, 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 dum. Und hier. Dum, 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 dum. Und da. Dum, 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 dum. Jetzt probieren wir etwas Zusätzliches. Jedes Mal, wenn eigentlich dieses Schnipsen kommen würde, machen wir ein Zum. Also Dum, Zum, Dum, Zum, Dum, Zum. DM, TSM, Zum oder ZM, Dum, Zum, Dum, Zum. Probiert es mal aus, vielleicht klappt es. One, two, three. Dum, Zum, Dum, Zum, Dum, Zum, Dum, Zum, Dum. Dann habt ihr nicht nur einen Kontrabass, sondern nebenan noch ein bisschen so das Schlagzeug. Von hier, one, two, three. Dum, Zum, Dum, Zum, Dum, Zum, Dum, Zum, Dum. Und da, drei. Dum, Zum, Dum, Zum, Dum, Zum, Dum, Zum, Dum. Jetzt ist die Gefahr groß, dass dieses D ganz hart wird, auch in der Stimme. Das heißt, ihr müsst trotzdem schön entspannt bleiben. Dieses D kommt einfach dazu. Dum, Zum, Dum, Zum. Es wird mit zunehmender Tiefe wird dieses Dem auch viel weicher. Also das D wird weicher. Dum, Zum, Dum, Zum, Dum. Probiert es aus. One, two, three. Dum, Zum, Dum, Zum, Dum. Das ist für dich, Julia. Singen wir!
hier beim Du-Du-A könntet ihr mitschnipsen. Du-du-du, komm, machen wir das noch einmal. One, two, three. Du-du-du-du-du-du-du-du-a. Du-du-du-du-du-du-du-du-a. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-a. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-a. Ich habe euch ein paar Tiere vorgestellt, aber da sind noch ganz, ganz viele Hühner bei mir im Hof und die haben ganz unterschiedliche Namen und wir besingen jetzt jedes Huhn. Und das eine heißt so. Tamara, Tamara, Tamara. Die eine heißt Tamara, singt. Tamara, Tamara. Die Signora, 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 Signora. Und für sie singen wir ganz besonders. Signora, Signora, Signora. Signora, Signora, Signora. Signora, Signori. Strecken, mal ein tierisches Einsingen und lösen. Der erste Kanon, den ich heute habe, in diesem heutigen Einsingen, ist von einer alten Bekannten, Ann-Kathrin Aigner. Sie hat mir wieder einen tollen Text, ist das der? Ja, genau. Hat mir einen tollen Text geschickt. Ann-Kathrin, das ist halt einfach Gold, was aus deiner Feder rauskommt. Anders kann man es nicht sagen. Ich lese es euch mal vor. Das Stroh im Fell des Schafs, im Mäuerchen das Moos, das kleine Glück mich traf's, mit Kätzchen schnurrend auf dem Schoß. Und so ist das halt am Ende vom Tag. Wenn ich dann alle meine Tiere gefüttert habe und gestreichelt habe, dann sind sie bei mir, auch mit dem Kätzchen, und wir genießen den Tag. Das Stroh im Fell des Schafs. Und so klingt der Kanon. Das Stroh im Fell des Schafs, im Mäuerchen das Moos, das kleine Glück mich traf's, mit Kätzchen schnurrend auf dem Schoß. Das Stroh im Fell des Schafs, im Mäuerchen das Moos, das kleine Glück mich traf's, mit Kätzchen schnurrend auf dem Schoß. Das Stroh im Fell des Schafs. Ist auch ein bisschen anders, dieser Kanon, weil ihr seht hier, es ist inmitten vom Kanon ist der Schluss mal etwas anderes. Ich probiere ja immer wieder
eine andere Note reinzubringen. Aber genau. Wunderschöner Text. Musikalische Idee. Diese Ruhe am Abend. Einfach das, wo für einen kleinen Moment merkt man, dass die Welt in Ordnung ist. Oder? Manchmal haben wir doch diese Momente. Und diese Ruhe möchte ich haben. Kommt, singen wir die erste Zeile. Das Stroh im Fell des Schafs. Das Stroh im Fell des Schafs. Im Mäuerchen das Moos. Eigentlich genau dasselbe, einfach um eine Terz verschoben, nach unten verschoben. Machen wir es noch einmal. Das Stroh im Fell des Schafs, im Mäuerchen das Moos. Nicht so schwer, oder? Das geht eigentlich ziemlich gut. Jetzt braucht es diese absolute Ruhe in der Stimme, erstens. Zweitens, die Sprünge, die wir haben am Anfang, na, da, 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 die dürfen wir nicht als Sprünge anschauen, sondern das ist einfach eine Linie, die nach oben geht und weiter nach unten. Das Stroh im Fell, das Stroh, brauchen wir nicht, dann ist die Ruhe weg. Das Stroh im Fell, probiert das mal zu singen. Das Stroh im Fell des Schafs, im Mäuerchen das Moos. Yes. Und dann geht es weiter. Dass das kleine Glück mich traf's, mit Kätzchen schnurrend auf dem Schoß. Die zweite Zeile. Was wollte ich sagen? Dort, wo dieses Komma ist, das kleine Glück mich traf's. Da müssen wir nur kurz absetzen, damit man dieses Komma auch gut hört. Das kleine Glück mich traf's, mit Kätzchen schnurrend auf dem Schoß. Und dann geht es gleich weiter ohne Pause. Auf dem Schoß das Stroh im Fell. Da haben wir keine Pause. Das heißt, hier unten vor mit Kätzchen. Versucht gut einzuatmen, dass ihr genug Luft habt, um noch den Schluss zu singen und dann noch den Anfang bis hierhin. Am besten ohne zu atmen. Zweite Zeile once again. Das kleine Glück mich traf's. Das kleine Glück mich traf's. Mit Kätzchen schnurrend auf dem Schoß. Das Stroh im Fell des Schafs. Im Mäuerchen das Moos. Das kleine Glück mich traf's. Besser atmen, Dani. Mit Kätzchen schnurrend auf dem Schoß. Das Stroh im Fell des Schafs. Und so einfach ist dieser Kanon. Geht gar nicht lange. All diese kleinen Teilchen sind eigentlich miteinander verwandt. Genau. Verwandt, außer der Schluss natürlich. Der ist ein bisschen anders. Jetzt. Wir machen es gleich noch einmal. Wir sind immer noch in der Übephase. Wir üben jetzt einfach für uns. Wir bleiben dran bei diesem Legato. Wir genießen noch mehr den Text. Versucht noch mehr Bedeutung den Wörtern noch mehr Bedeutung zu geben. Und, das ist dann der letzte Punkt, versucht, auch wenn ihr atmen müsst in den Pausen, hier und hier oben, versucht trotzdem weiterzudenken. Also es sind eigentlich vier Gedanken, die uns Ann-Kathrin gegeben hat. Das Stroh im Fell des Schafs, in Mäuerchen das Moos. Eigentlich Beobachtungen, oder? Dort ist das, da ist da, das kleine Glück mich traf's, mit Kätzchen schnurrend auf dem Schoß. Eigentlich so kleine Sachen, die für sich eigentlich schon fast eine Welt sind. Und aber wir müssen es dann in einem Zusammenhang bringen. Ganz wichtig. Komm, wir üben es noch einmal. Machen wir es zweimal durch. Das Stroh im Fell des Schafs, im Mäuerchen das Moos, das kleine Glück mich traf's. Atmen mit Kätzchen schnurrend auf dem Schoß. Das Stroh im Fell des Schafs, im Mäuerchen das Moos,
das kleine Glück mich traf's. Mit Kätzchen schnurrend auf dem Schoß, das Stroh im Fell des Schafs. So soll es sein. Und je freier wir das singen können, umso schöner. Also langsam können wir es schon fast auswendig. Vielleicht müssen wir ab und zu mal gucken. Aber jetzt schaut mal, schaut die Welt an und besingt die Welt. Nicht nur den Bildschirm, sondern auch den ganzen Raum. Singen wir es im Kanon. Das Stroh im Fell des Schafs, im Mäuerchen das Moos, das kleine Glück mich traf's, mit Kätzchen schnurrend auf dem Schoß. Das Stroh im Fell des Schafs, im Kajerchen das Moos, das kleine Glück mich traf's, mit Kätzchen schnurrend auf dem Schoß. Das Stroh im Fell des Schafs, im Mäuerchen das Moos, das kleine Glück mich traf's, mit Kätzchen schnurrend auf dem Schoß. Das Stroh im Fell des Schafs, im Mäuerchen das Moos, das kleine Glück mich traf's, mit Kätzchen schnurrend auf dem Schoß. Das Stroh im Fell des Schafs, im Mäuerchen das Moos, das kleine Glück mich traf's, mit Kätzchen schnurrend auf dem Schoß. Das Stroh im Fell des Schafs. Ann-Kathrin, schön. Einfach nur schön. Es ist einfach eine Freude, deinen tollen Text und auch alle Texte, die ihr mir geschrieben habt und die ich dich vertonen durfte, dass ich das machen darf. Es ist wirklich, der Text ist an und für sich schon genial. Und jetzt kommen noch ein paar Noten dazu. Also danke dir für diesen tollen Text. Es macht einfach immer wieder Spaß. Wir kommen zum nächsten Kanon von letzter Woche. Der Rose süßer Duft. Das ist genau das, was ich dann im Sommer vor allem dann rieche draußen. Und denke mir, doch, manchmal ist es schon in Ordnung. Ich singe es einmal vor für euch. Der Rose süßer Duft genügt, man braucht. Von vorne, erste Zeile. Der Rose süße Duft genügt, man braucht sie nicht zu brechen. Noch einmal für mich. Ein paar kleine Sachen einfach, dass wir das mit reinnehmen. Schaut, dass ihr hier bei Duft, dass ihr das noch mehr genießen könnt. Der Rose süße Duft, Duft genügt. Man braucht sie nicht zu brechen. Und dann, und wer sich mit dem Duft begnügt. Ist ein bisschen so ein Finger. Duft begnügt, den wird ihr Dorn nicht stechen. Singen wir es einmal durch. Kommt. Der Rose süße Duft genügt, man braucht sie nicht zu brechen. Und wer sich mit dem Duft stechen, der Rose süße
der Rose süßer Duft genügt, man braucht sie nicht zu brechen. Und wer sich mit dem Duft begnügt, den wird ihr Dorn nicht stechen. Letztes Mal. Der Rose süße Duft genügt, man braucht sie nicht zu brechen. Und wer sich mit dem Duft begnügt, den wird ihr Dorn nicht stechen. Tja, in der Schweiz ist es so, dass wir jetzt eigentlich wieder proben dürfen, ab nächsten Montag. Das kam ein bisschen überraschend. Wir freuen uns auf, ja, ein bisschen, dass wir das machen können. Wer bin ich, um zu sagen, ob man jetzt proben soll oder nicht in der Schweiz? Ich denke, wir sind alle erwachsen genug und wissen, ob wir es jetzt tun oder nicht. Und wie wir es machen werden und in welchem Rahmen etc. Also wir bleiben vorsichtig. Wir Sänger sind sowieso von Anfang an vorsichtig gewesen und haben gesagt und haben wirklich auf den Schutz geschaut. Aber natürlich, wir müssen jetzt einfach noch ein bisschen länger aushalten. Aber wo ihr also wirklich epidemiologisch ganz sicher singen könnt, das ist hier beim Einsingen um 9. Und deswegen singen wir jetzt noch Schöner Vogel, sing für mich. Dein Gesang ist süß und hell, sing für mich, ich höre dich und mein Herz schlägt doppelt schnell. Und da zu Hause kann also wirklich nichts passieren. Schöner Vogel, probiert's gleich mit. Schöner Vogel, sing für mich, dein Gesang ist süß und hell, sing für mich, ich höre dich und mein Herz schlägt doppelt schnell. Ihr steht also draußen vor dem Bauernhof, vor dem Hof mit all den Tieren, schaut noch auf die Vögel. Ah, dort, schau mal, Triller von Singen, Meister Piep sind auch da. Und sagen wir, ist das nicht ein toller Tag? Schöner, schöner Vogel, sing für mich, dein Gesang ist süß und hell. Sing für mich, ich höre dich und mein Herz schlägt doppelt. Schnell. Schöner Vogel, sing für mich, dein Gesang ist süß und hell. Sing für mich, ich höre dich und mein Herz schlägt doppelt schnell. Schöner Vogel, sing für mich, dein Gesang ist süß und hell. Sing für mich, ich höre dich. Und mein Herz schlägt doppelt schnell. Schöner Vogel, sing für mich, dein Gesang ist süß und hell. Sing für mich, ich höre dich. Und mein Herz schlägt doppelt schnell. Das war das Einsingen um 9. Schön wart ihr da in meinem Bauernhof. Das Thema der nächsten Woche, Sing-Ding, singen mit Dingen. Und wir Sing-Dingen dann nächste Woche munter weiter. Wir sehen uns dann in einer Woche. Ich freue mich. Macht's gut. Genießt den Sonntag. Genießt das schöne Wetter, falls ihr schönes Wetter habt. Und wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Macht's gut, bis bald und tschüss. Ciao, ciao.